interessante Kunstwerke. Ich befinde mich hier in der Uhrenstadt Grenchen. Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, willkommen zu meiner heutigen Wanderung. Ich werde später noch informieren, wo es durchgeht. Momentan bin ich, wie gesagt, in Grenchen. Grenchen ist die zweitgrößte Stadt im Kanton Solothurn. Sehr bekannt durch seine Uhrenindustrie. Da bin ich schon ziemlich weit oben. Und da vorne kommt die Bahn zum Vorschein. Die geht hier durch den Grenchener Bergdusch, für dann in den Jura hochzufahren Richtung Delemont und schlussendlich nach Basel zu gelangen. Da hoch zu diesem Felsen, wo man dort oben sieht, geht jetzt meine Wanderung. Da unten ist der Tunneleingang in den Grenchener Berg. Einen Blick über Grenchen. Hab schon ziemlich viel geschafft. Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Heute habe ich ganz eine schöne Tour vor mir. Es war eine sehr anstrengende. Ich steige zuerst auf den Grenchenberg hoch, genauer gesagt auf die Wandfluh. Nachher geht es weiter zur Hasenmatte. Das ist die höchste Erhebung hier im Kanton Solothurn. Und es passt ja auch noch gerade zu diesen paar Tagen. Morgen ist ja Ostern und mal schauen, ob die Hasen dort oben schon die Ostereier hochgebracht haben. Mein Endziel ist der Weißenstein. Ich habe jetzt ungefähr fast 1300 Höhenmeter zu bewältigen und bin jetzt momentan beim größten Aufstieg von heute. Aber so wie es aussieht, werde ich heute sehr viel Spaß haben bei dieser Wanderung und ich freue mich schon auf diesen Tag. Übrigens, später stößt noch die Ruta zu. Sie wird mich dann auf den Weißenstein begleiten. Ich wünsche gute Unterhaltung und noch schöne Ostern. Bis jetzt war der Aufstieg noch moderat. Und fast nur im Wald.
Durch das ist es noch nicht so heiß. Da unten, man sieht ihn jetzt leider nicht, ist der Burghof. Und da weiter oben gibt es noch eine Burgruine. Ich habe die Wanderung so geplant, dass wir bei dieser Ruine noch vorbeikommen. Dort mache ich dann sicher eine Pause. Da kommt ein schönes Bächlein runter. Und ich gehe jetzt hier weiter hoch. Ich habe noch nicht mal die Hälfte. Schon bald werde ich in felsiges Gebiet kommen. Und dann komme ich schon bald zu der Burg. Und da hier unten komme ich jetzt hoch. Einen Blick nach unten ins Tal, ins Aretal. Und hier geht es jetzt sehr, sehr steil hoch. Da muss ich jetzt wirklich ganz langsam. Da hier ist die große Fluh und da unterhalb geht mein Wanderweg durch. Immer noch ziemlich Steigung. Und da durch die Bäume sieht man in die Aare-Ebene runter. Da oberhalb von diesem Felsen ist die Burg. Und ich bin da jetzt hochgestiegen, ziemlich steil hoch. Und da oben ist der untere Teil von der Burg. Eine natürliche Engstelle, die ausgenutzt worden ist. Ja, da geht es schon ziemlich weit runter. Und da ist die Engstelle von der anderen Seite aus gesehen. Da hatten Feinde natürlich große Schwierigkeiten durchzukommen. Der Weg geht jetzt da weiter. Hoch natürlich. Wow, der Wanderweg geht wieder sehr, sehr steil hoch. Und da geht es steil runter. Eine ganz wilde Landschaft. Und dann mein Weg. Aber so ist es sehr schön. Es gefällt mir. Das ist jetzt der Burghügel. Den werden wir jetzt dann auch noch schnell mal besuchen. Und oben werde ich eine Pause einlegen. Und da hier runter bin ich jetzt hochgekommen. Da oben ist eine Schutzwand aus Holz erstellt worden, so wie sie früher mal waren.
ist der untere Teil von der Burg. Und jetzt geht es da noch hoch. Nicht mehr so viel. Und da oben sieht man die Fluh. Dort steige ich jetzt heute noch rauf. Und da einen wunderbaren Blick ins Tal. Nochmals einen Blick in die herrliche Landschaft. Dass die Herren von Grenchen so weit oben noch eine Burg errichten. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe jetzt erst 503 Höhenmeter zurückgelegt bis da und muss fast auf der gesamten Strecke 1300 Höhenmeter zurücklegen. Aber ich werde dafür belohnt mit einer sehr, sehr schönen Aussicht. Da hoch habe ich einen sehr schönen Bergweg. Wird aber immer noch ziemlich steil hoch. Und von da hier unten bin ich jetzt hochgestiegen. Jetzt habe ich wieder ein Plateau erreicht. Was einen Moment fast flach geht. Da hier unterhalb ist, so viel ich sehe, auch eine Fluh. Da oben schmeckt es nach Bärlauch. Sehr angenehmer Duft. Da kommt jetzt die Hütte zum Vorschein. Übrigens, die sieht man auch sehr gut vom Tal unten. Und oberhalb die Fluh. Dort, wo ich jetzt dann noch raufsteige. Deine schöne Alp. Ja, das habe ich jetzt schon geschafft. Da sieht man die Aare ganz schön. Und ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber ganz weit hinten im Dunst sieht man die Alpen. Einfach schön da oben. Adieu miteinander. Jetzt habe ich hier in diesem Restaurant eine kleine Pause gemacht. Übrigens, die gerne hier mal hochkommen möchten, aber zu Fuß nicht so gut sind, man kann auch mit dem Auto bis hierher fahren. So, jetzt geht es weiter berghoch. Jetzt geht irgendwo der Wanderweg hier
zwischen den Felsen hoch. Und dann kann ich alles oben durchwandern. Übrigens hier war vor vielen, vielen tausend Jahren ein Bergsturz. Das ist alles runtergegangen ins Tal. Einer den größeren da in der Schweiz. Da unten ist alles voll Sumpfdotterblumen. Ein riesiges Feld, fast voll. Und da oben die wunderbare Bergwelt, der Jura. So schön. Und das Wetter auch dazu heute. Leider die Fernsicht nicht so gut. Vielleicht wird es ja noch gegen Nachmittag zu besser. Da hat es noch der letzte Schnee. Und hier wird es jetzt dann steil. Da komme ich jetzt dann in die Felsen rein. Jetzt habe ich so einen Single Trail. Der geht jetzt da hier hoch. So ist noch durch den Wald. Da ist noch nicht schlimm. Immer steiler. Jetzt geht der Weg irgendwo da hier hoch. Und da hier von weit, weit unten bin ich jetzt hochgestiegen. Da oben haben sie mir noch eine Tanne in den Weg gelegt. Aber das ist kein Problem, die zu überqueren. Komme ich langsam ins steinige Gebiete herein. Aber es ist schön. Von da unten steige ich jetzt sehr, sehr steil hoch. Ich bin noch nicht oben. Da sieht man wieder runter. Und jetzt hier die schöne Flur. Da vorne hat es wieder Schnee. Jetzt geht der Wanderweg hier so einen Bogen und geht da hier bei dieser Lücke hoch. Da nochmal Blick der Flur entlang. Oh, ist das schön. Schön. Thank you.
oben geht der Weg jetzt durch. Das ist jetzt das oberste Teilstück. Oh, die Felsen. So schön. Jetzt geht es hier durch diese steile Treppe hoch. Boah. Dann geht da doch ziemlich steil nach oben. Da ist sogar noch Schnee. Jetzt noch ein Blick zurück. Da runter. Da bin ich jetzt raufgekommen, dieses Gulor. Oh. Und da habe ich es endlich geschafft. Ich bin oben. Der erste Steilaufstieg habe ich hinter mir. Oh, ist das schön da. Unten bei diesem großen Haus, dort habe ich eine Pause gemacht und jetzt bin ich da ganz oben, oder noch nicht ganz, aber fast. Die erste Höhe habe ich erreicht. So schön. Und da unten ins Aretal, die Aare. Wow, ist einfach fantastisch. Und dort weit vorne, ungefähr hier, da sieht man den Weißenstein. Das ist mein heutiges Etappenziel. Und ich glaube, das ist der Weißenstein. Jetzt bin ich auch nicht hundertprozentig sicher. So, jetzt geht der Wanderweg hier oben durch und schaut noch hier auf diese Seite. Alles voll mit Krokusli. Ah, oh, das ist wunderschön. Da hier. Aber es ist ein bisschen kalt. Ganz eine schöne Blume da am Fels. Die Aare unten. Da wieder so ein Felskessel. Da hier geht es auch ziemlich steil runter. Weg da am Fels entlang. Und auf dieser Seite ist fast alles flach. Und da hier vorne sieht man schon bereits in den französisch sprechenden Teil von der Schweiz. Und hier oben, da wird Deutsch gesprochen. Aber nicht weit, da hier drüben geht auch schon wieder die Kantonsgrenze durch. Da habe ich einen sehr schönen Wanderweg. Aber da hier draußen durch ist wirklich nur für Schwindelfreie. Anderen würde ich es nicht empfehlen.
grüß euch. Vorne hat es auch noch Häuser. Das ist auch eine Alp und eine Gastwirtschaft. Und soviel ich weiß, kann man hier auch mit dem Auto hoch. Das ist so schön, die Aussicht. Schade, dass man die Berge nicht so gut sieht. Da kommt noch eine Leitung hoch. Und da bei diesem Geröllfeld bin ich am Rand entlang nach hochgestiegen. Da oben ist eine riesige Ebene. Alles voll Krokusse. Da vorne ist es sogar fast blau.